Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry. Ich bin der Fun-Gamer, der Ending ist auch nicht dabei. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft, schon gar nicht mit Unterstützung. Hoffentlich bald zu zweit unterwegs. Hey. Was ist da? Traces Schuhkarton? Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Diese maskierten Wichser bluten mich aus. Ich konnte mich ja kaum ernähren, bevor sie aufgetaucht sind. Wir werden uns mehr anstrengen müssen, das hier aufzubauen. So, zu dir muss ich. Hast du kurz Zeit? Das ist es. Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Jawohl, Chefin! Jawohl, ich stink, also wechsle ich die Kleidung. Schaut gut aus. Was denn? Was schaut gut aus? Ja. Gut, ich hatte mal eingeladen. Ich komme gleich wieder. Warte, ich muss noch Charakter erstellen. Ja, ja, mach nur das Ding. Ich bin ja wieder da. Yep. Ist das geil mit der Frisur? Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Ja. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Ja, ich rede gerade mit der Tante. Mit dem Oberhaupt quasi dort. Sie erklärt mir gerade die Base. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten.
Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit unserer Stadt. Viel zu tun und viele Arten es zu erledigen. Wenn du eine Wie oft möchtest du mir das noch sagen, Alter? Was mit ihm, Alter? Okay, das ist mir gut. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Okay, und wann? Ah, Kupfer verfügbar jetzt. Mit Fischerhut. Servus. Ich dachte, das ist ein Angelausflug eigentlich. Alter, was noch Bart machen können? Ja. Scheiße. So. Ja, also, willkommen in unserem wertgeschätzten Daheim. Da drüben ruft er einen Kopf, dann gehe ich zu ihm. Servus. Gut. Ja, komm her. Komm, du bist ein Braver. Ja, brav. Bist ein Braver. Daniela schaut gerade. Also, wir brauchen für alles Ethanol. Das ist ja abartig. Hallo, Esther. Servus. Wo siehst du das? Auf Basis. Gut, das hat sie aber eh gesagt. Müssen wir die Außenposten clearen. Naja, ich dachte halt nicht nur, dass... Okay. Wie gehen wir vor? Ich öffne mal die Karte und wir müssen ja die auch befreien. Und da wäre der zum Beispiel. Sabine. Na? Was ist denn? Geh mal auf deinen Namen. Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibenia. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um etwas Wichtiges, also etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Ist da wer? Ah! Er will wieder draußen aus der Scheiße hinten. Ist das mit Zug da, oder? Ah, teleportiert? Okay. Teleportiert? Sie waren teleportiert, hat er gesagt. Du kannst dich teleportieren? Bist du ein Problemlöser oder ein Problemmacher? Ich bin ein Problemlöser. Ah, Steine kann man auch werfen, sehr gut. Warte mal. Wir sind nicht im Gulag, gell? Alter, das müssen wir jetzt alles zu Fuß machen. Ja, ich hab nicht Karte.
Herstellen können wir noch keins. Also. Das hätte uns schon eins geben können, Alter. Da hinten ist ein Hirsch oder so. Wie nennst du mich? Tot. Was denn? Kannst du den plündern? Ja. Das heißt, jeder ist für jeden. Die Pflanze da? Habe ich genommen gerade. Okay, also jeder sammelt für sich. Ah, okay, weil ich den Hirsch erlegt habe. Oder hast du den auch haben können? Ja, habe ich. Oh. Was denn? So, da sind wir vorbeigelaufen. Also wenn ich töte, kannst du auch nehmen. Oh, warte, ist was? Bist gut, oder? Bist du gut? Oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Es hat ein ganzes Jahrzehnt gebraucht, bis unser Leben wieder lebenswert war. Und die Highwaymen haben alles kaputt gemacht. Hey, Kumpel. Ich borg mir das nur aus. Verstehst, da liegt am Boden und er badelt. Er braucht eh nicht. Das heißt, wenn einer von uns ein Tier erlegt, dann sagt das am besten, wo er es erlegt hat, weil dann kann man beide nehmen. Wir nehmen uns 200 Meter noch. Bis Mr. Bean. Mr. Bean? Aber ich finde dumm, dass man die Charakteranpassung dann nicht mehr ändern kann nachher. So, da ist das Haus. Wo ist der Bin? Ich glaube, da können wir eh hin. Warte, da ist er. Da ist er, glaube ich, oder? Aha! Hallo! Können wir bitte reden? Ja, red schon. Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibenia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibenia, alles, was du wissen musst. Ich hab dir noch gar nicht alles erzählt. Bitte hilf mir. Es wird sich nicht lohnen. Versprochen. Hey, hi. Also, zurück zum Geschäft. Das Problem ist, Wikibenia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, das Fahrzeug kann man dann fahren, gell? Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit ihn den ich sofort abnehme. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Die sind nicht weit weg von dem Ort, wo er macht. Wenn ihn das trifft, wird mit Sicherheit nur sein, dass er ihn versteckt. Und das ist nicht so nein! Alter, was war jetzt? Alter? Was hast du jetzt gemacht, Alter? Ich wollte wissen, was auf R2 ist. Und dann zieht auf einmal so ein Dynamitstäbchen. Halte das nach so der. Oh nein! Okay, da schießt er. Wer schießt auf uns? Komm her, Alter. Ich box dich. Gibt's hier was im Bild? Bist du nicht da? Ich bin immer da. Kämpfst du gerade? Wann? Ich schau, ob es hier was im Blühen gibt. Yeah, yeah. Yeah. Aha. Yeah. Get out of my way. Yeah. Hammer? Yeah. Nice. Warte mal. Der rechte Gegner. Scheiße. Das ist super.
Ich weiß schon, ob du fliegst. Halt die Augen nach Sperren offen. Die wissen, was in Hope County los ist. Egal ob Außenposten, vergrabene Suchst du einen Freund, den du mitnimmst? Ja. Ja. Ich habe noch keine Idee. Vielleicht kann man den Kofferraum geben. Da fahren sind auf jeden Fall Feinde. Ja, hätte mich fast gesehen. Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so, wie sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. Hund! Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und auch dazu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Alter? Alter, wohin gehe ich jetzt? Hallo? Alter? 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 Alter, was ist das? Jesus? Bist du was? Alter, was ist jetzt? Alter, damit tut sich jetzt nichts mehr. Was war das für ein Kannst du irgendwas tun? Ich kann mich nicht bewegen. Du bewegst dich nur die ganze Zeit. Nein, ich bin ganz still. Weiter. Okay, da hin. Ich bin auch das Ding. Ich bin nach. Alter, kannst du irgendwas machen, oder? Ich kann nicht, das ist ein verstrahltes Gebiet. Ich bin schon fast am Ende der Karte. Alter. So verkehrt. Aber du müsstest... Nein, ich kann. Alter, wie kann man deinen Stream zurückspulen? Es geht nicht, wenn man derzeit schaut, gell? Da geht nicht. Ich habe einen Tipp gemacht davon. Hast du? Ja. Okay. Wir gehen doch immer! Alter, das ist ja keine Karte mehr! Wir gehen doch immer! Okay, ich muss, glaube ich, aussteigen. Du entfernst dich zu weit von deinem Partner. Warte mal. Ja? Jetzt ladet es bei mir. Ladet es bei dir auch. Ja, jetzt bin ich in... Warte mal. Geh einfach rückwärts. Übers Wasser drüber. Über den Berg. Verstrahltes Gebiet. Er ist einfach weg. Ciao einfach. Okay. Also du bist jetzt darüber gegangen. Darüber. Darüber? Übers Wasser, über den Berg, einfach in die weite Ferne. Umme. Alter. Tschüss. Ich hoffe, ich kann mir den Clip runterladen, Alter. Das muss ich hinzufügen zu meinem Video. Ach, gut. Okay. Da ist die Mission. Ich kann okay. Nicht. Irgendwas ist markiert jetzt mit 100 Meter. Ah, nein, da oben ist die Mission. Das Auto ist jetzt... Was ist denn das da, Alter, für ein Zeichen? Weißt du, was ich mir gedacht habe wegen Youngblood? Ja. Alter? Ich habe zwei hier schädigt. Okay, wo? Da. Und da. Alter. Vielleicht war ja der Glitch, weil wir es auf der PS5 gespielt haben. Das kann auch eine Option gewesen sein. Müsste ich sagen, dass manche PS4-Spiele anders reagieren. Das kann wirklich sein. Da sind Feinde, oder? Warte, ich spawn mal dort wieder. Ich gehe mal rückwärts.
Oder das möchtest du wirklich sehen? Da links ist irgendwas. Ach, da können wir dann auch hingehen. Hast du das auf der Karte gesehen, oder? Nein, da. Einfach so da, sehe ich das Zeichen. Zockerfarm. Da gibt's eine Test. Das ist Zockerfarm, Alter. Da. Wo wir jetzt sind, oder? Ja. Aber wo siehst du da links was? Das sind 130 Meter, meinst du? 140 Meter. Also vielleicht bei dir 130 Meter. Na gut. Machen wir es auf die Schleichtaktik, oder? Probieren wir es. Okay, ich habe aber keine Schleichwaffe, gell? Na Leihwand. Tot. Wow, krass. Alter, jetzt läuft er weg. Hund! Irgendwo Hund! Ich höre einen Hund, ich sehe ihn aber nicht. Ich höre einen Hund, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da hinten. Scheiße. Da ist am auf die Feste was gelegen. Rennen sie eh nicht weg? Ich hoffe nicht. Oh ja, der rennt weg. Oh ja. Der ist schon 180 Meter weit weg. Okay, dann sollten wir nach. Ja. Das ist ein gutes Cardio-Training. Aber ist er nämlich zu seinem Versteck? Levelt man eigentlich gar nicht in dem Spiel? Weiß ich nicht. Müsste man eigentlich aber schon. Eigentlich schon, aber erklärt oder für ihn gesagt das eigentlich nicht. Ein Erfahrungspunkt und so sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Nein. Aber es muss irgendwie sein, weil sonst kannst du ja nicht in Missionsgebiete. Oh! Na gut, du kannst ja Waffen herstellen. Kannst du mich heilen? Bessere. Du kannst ja bessere Waffen herstellen, das heißt vielleicht, wenn du bessere Ressourcen findest. Danke. Na, aber danke. Das ist sicher, weiß ich. Wir sollen immer Wave zum Versteck verfolgen, also passt das eh. Na, wir sollen begleiten zum Versteck, oder? Okay, ja, ich hab meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich hab ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen noch so viel herum... An einer Stelle würde ich nicht so rumalbern. Na, Lauren. Der ist aber schon ein bisschen schmutzig da unten an der Hose. Jetzt will er nicht mehr reden. Ich kann alles erklären. Was? Also, wie gesagt, ich war einer von... Oh, shit! Lass den Scheiß! Ups! Lass den Scheiß! Ups! Ich hab doch keinen Bock mehr mit uns zum Reden. Oh ja, ich war einer von Beans Spielern. Ups. Oh Gott, bitte Hilfe! Bitte hören, was ich zu sagen hab. Bitte! Aber krass, du hast Dynamit gehabt. Also wie gesagt, ich war einer von Sprengstofflabor Stufe 1 wird benötigt. Okay, gut, es tut mir leid. Oh, Alter. Hast du mich gerade geschossen? Warte mal. Warte mal kurz. Hast du mich gerade auf mich geschossen? Über mich hinten! Mein eigener Teampartner! Ja, warte mal. Hilfe! Hilfe! Oh, warte mal, irgendwer hat mich gesehen hinten. Oh, pass auf. Na labern. Aber wir töten irgendwo den Text. Und jetzt rennt er mir nach, dass sie mich auch entdecken. Aber geht das? Nein, geht nicht. Alter? Bist du, dass der mich da anhittet? Alter, das geht doch. Das geht doch, doch, oder? Alter, du hast ihn fünfmal angehittet. Er kann sich nicht wehren, das ist unfair. Boah, da ist ein... Boah!
Da steht an einem Baum, Alter. Da steht an einem Baum, genau vor mir. Kannst mich ruhig liegen lassen, ja? Okay. Wow! Alter, wo liegst du? Da. Na, nehm ich. Wow! Ach, nein, mit Flammenwerfer. Frag mich, wenn ich bitte. Ah, geht schon. Okay. So, passt. Thank you. Ich hab direkt gesehen. Sorry, ich hab das denn mit Flammenwerfer killen müssen. Schrode stark. Wow! Alter? Alter? Normalerweise schlage ich keine Frauen, aber ich bei dir mache ich eine Ausnahme, Alter. Da sind schon mal auf die Stufe 2 Gegner. Du machen diesen Schaden. Aber hast du mich jetzt wirklich angehittet vorhin, oder? Ja. Ist eigentlich krass, dass das geht. Kann man anstellen. Echt? Mhm. Also du hast das eingestellt und dann wieder ausgestellt, oder wie? Nein, ich hab's eingestellt und es noch nicht ausgestellt. Aber du hast den ganzen Tag angeschossen und dann kannst du dich wehren und ich dachte, ich muss mich für die Zivilisten hier einsetzen. Na gut, einen Bunker, oder? Hoppala! Weiter. Oh, hoppa. Hallo? Ja. Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt nicht mehr. Na super, safe, geht nicht auf. Geh nach Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Vorteil benötigt. Ja, wahrscheinlich Safe Öffner oder so. Ja, da. Warte. Oh, Alter. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen, ist das jetzt? Nicht schaden nachzufragen, was sie dabei haben. Oder was sie dir für dein... Alter. Nicht, ich will den Vorteil schauen, Alter. Oh ja, da kann man viel Scheiß machen. Ah, der Schweiß. Alter, du hast schon 3 Punkte gehabt. Woher hast du die 3 Punkte gehabt? Du hast keine 3 Punkte? Nein, ich habe einen. Keine Ahnung, warum ich die 3 Punkte hatte. Weil ich gut bin. Nein, ich weiß nicht. Weil ich's kann. Alter. Alter. Hilfe, der Verrückte ist wieder hinter mir. Warte, da ist eine Kiste zum Plündern. Ich höre ein Auto. Das ist ein Auto. Wird es eigentlich Nacht auch? Ich weiß gar nicht, was im 5. Teil Nacht auch? Okay. Jetzt kommen wir zurück. Oh oh! Ich glaube, wir haben ein Quad. Ich glaube, du hast unschuldige Zivilisten getötet. Da und ich hab nicht geschossen, was? Warte. Warte, die sind nicht freundlich. Okay, ich würde mal sagen, jeder hat sein Wort. Aber warte kurz, ich muss kurz schiefen gehen. Alter. Wenn du willst, schau dann dabei, was wir als nächstes machen. Alter. Eine Mission fertig, oder?
Ah ja, genau. Also na gut, dann fahren wir noch zu ihm zurück, bevor wir dann geschiffen. Wo ist er denn? Du kannst halt aber verschiffen gehen und lass dich fahren. Wo ist der Typ überhaupt mit der Mission? Du musst nur im Weg fahren und dann lass dich fahren. Oder fahr ich richtig? Was ich so mich fahren lassen? Wow, ja, man kann jetzt automatisch fahren und fahren. Echt? Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg, aber es geht nicht. Ich muss die Kran drücken. Man fährt bei mir. Heute die überleben viel. Ich bin schon da. Oh! Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Alter. Oh. Ups. Lebt er noch, wenn ich das? Wo ist er denn? Du hast es geschafft. Ich wusste es. Ah, damit kannst du auch die Autos reparieren, gell? Ja. Also schade. Da kann man Bremse lösen. Hallo! Oh, hallo! So, na gut, aber jetzt wirklich kurze Pause. Ich beende hier die Folge. Danke fürs Zusehen. Ich bin der FunGamer. Ending ist auch dabei natürlich. Macht das gut. Ciao und baba.